Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 9. Es ist die Wahl der Mitglieder des Landesschuldenausschusses. Hier ist es so, dass nach § 7 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen der Hessische Landtag 3 Abgeordnete als Mitglieder des Landesschuldenausschusses wählt. Sind mehrere Personen zu wählen, dann legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten sollen. Listenverbindungen sind zulässig. Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der SPD, Drucksache 20/236, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden, soweit ich das sehen kann, nicht gemacht. Auch hier ist es mit den Fraktionen abgesprochen, dass die Wahl offen erfolgt, wobei auch hier wieder jeder Abgeordnete für die Wahl insgesamt über eine Stimme verfügt. Wird der Wahl durch das Handzeichen widersprochen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich fragen, wer dem Wahlvorschlag Drucksache 20/236 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Es stimmen zu die Fraktion der SPD, die Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der CDU, ich kann es nicht sehen, wenn es, Entschuldigung, Fraktion der CDU, danke schön. Gibt es Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD und der fraktionslosen Abgeordneten gibt es Enthaltungen? Enthaltungen aus der Fraktion die Freien Demokraten und DIE LINKE. Damit sind die in dem Wahlvorschlag genannten Damen und Herren Abgeordneten als Mitglieder und Nachrücker des Landesschuldenausschusses gewählt.